Die Folge wir fahren alles 19 Minuten, werdet ihr auf der Grünfelder Land ausrichten. So. Oberhauser. Jetzt ein bisschen eng zum Umwenden. Ja, jetzt passt er wieder. Warte. Stefan? Ja. Auch da. Gut, wenn bei mir das Ding voll ist, dann müssen wir zum. Da müssten wir zum Schweinebauern rüber und da abladen. Das ist ein Schober. Was meint der Win mit dem Case? Ist das ein Traktor, oder? Ja, ein alter Traktor, den er bei einer Auktion mal bekommen hat. Okay. Hat der jetzt schon Geld überwiesen an dich? Oberhauser. Was? Der Herr Neumann. Du musst wieder ein bisschen ranfahren, sonst bricht gleich wieder die Verbindung ab. Nee, er hat noch kein Geld überwiesen, nee. Gut, dann rufe ich gerade nochmal an. Ja, gerade gesetzt. Ich bin vorher in den Blitzern eingefahren. 124 Euro. Ja, weißt eh, wie die scheiß Blitzer sein. Schon immer da, wo man sie nicht braucht. Bin ich eigentlich der einzige Abfahrer? Oder? Der Stefan muss gerade tanken. Ach so. Er hat zu gut geplant gehabt. Ich telefoniere nochmal kurz. Klingelingeling. London im Landmaschinenhändler Krüger. Herr Krüger, Falker Römer hier. Guten Tag, Volker. Wie schaut's denn aus? Alles durch schon? Ja, was auf dem Hof stand, ist soweit alles bei euch, bis auf die Palettengabel. Die Palettengabel haben sie nicht. Nein, sie haben keinen Transponder auf dem Hof stehen. Ja, stimmt, der ist gerade beim Diesel auf dem Hof. Aber sonst habe ich alles durch. Soweit. Ja, okay. Gut, Rechnung kommt dann. Ja, die bringen noch kurz ans Feld. Bin cool. Ich gerade am Treiben. Danke, tschüss. Bitte, bitte schon. Wohin? An Hof. Ins Silo. Sägewerk. Oder? An Hof. Ins Heulager. Okay. So, jetzt stehen wir schon wieder rum, ey. Das nervt mich ein bisschen. Nur am Rumstehen hier. Vor allem, ich vermute fast, dass meine Ernte verdorrt. Das werde ich kaum schaffen, ey. Die 127. Ah, warte mal. Klingelingeling. Lohnunternehmen und Landmaschinenhändler Krüger. Guten Tag. Ja, mit dem Lohnunternehmen möchte ich gerne mal sprechen. Ja, was gibt's denn? Ich hätte mindestens ein Feld zum Ernten. Mindestens ein Feld? Ja. Mit meinen Maschinen. Dringend? Und zwar sofort. Okay. Wenn das möglich wäre. Ja, erzählen Sie, welche Felder? Die 127. 127 und? Die 109 muss ich gucken, die könnte ich vielleicht selber dann morgen noch schaffen. Aber die 127 wäre sehr wichtig. Einer steht am Feld oder wie schaut das aus? Schicke ich dann einen vorbei.
Okay. Drescher steht an der 109. Ja, würde ich ihn gleich machen im Anschluss. Wie lange brauchen Sie denn noch? Nur ein paar Minuten. Okay, hoffe, das reicht noch. Gut, danke. Tschüss. Bitte, bitte an. Das würde mich nämlich schon ein bisschen schmerzen, wenn ich nicht schaffe, das Feld zu ernten, weil dadurch, das ist ein Pachtfeld, dann war die Pacht für'n Bobbes schon wieder. Das wäre natürlich ein bisschen ungeschickt. Aber wir sind hier eigentlich. Fünf Drittel haben wir, drei Fünftel haben wir ungefähr hier jetzt schon mal geschafft. Ja. Ist halt doof, dass wir hier jetzt so schon wieder rumstehen. Wenn das Elefantengras irgendwann mal gut im Kurs ist, dann könnte ich das auch verkaufen. Aber aktuell mit 150 Euro. Ah, warte mal, so ja. Ist es halt noch nicht so gut. Ich muss echt sagen, der Oberhauser, der macht einen guten Job. Eigentlich ziemlich zuverlässig. Dem stecke ich nachher mal ein bisschen was zu. Also so viel ist es nicht mehr, das könnten wir noch fertig kriegen. Ich habe jetzt so ein Logbuch geguckt vom Anhänger. Hat auch schon wieder seine Kilometer runter mit Wartung. Ah, das ist auch meiner, ne? Ja, das ist nämlich deiner. Wie viel hatten wir? Er hat 54%. Ich fahre meinen LKW nächste Woche zum
Wartung, soll ich deinen Anhänger gleich mitnehmen? Das wäre geschickt. Den Anhänger könntest. Achso. Muss ich kurz telefonieren. Ja. Der Grüher kommt gleich vorbei, der würde auf der 127 die Ernte anfangen. Dann müsste man wahrscheinlich den LKW-Anhänger von dir, Stefan, rüberstellen zum Abtanken. Also 127. Ja, aber jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie schnell der wirklich anfängt. Ich hoffe flott, damit wir da keine Minus, keinen Verlust einfahren. Ja, wenn der da jetzt dir nicht. Oh Mist, die Pflanzenschutztechnik steht auch noch beim Neumann. Ach, ich komm wieder zum Mix. Dann hol ich schnell alles ab. Wenn du irgendwas verbrauchst. Hä? Wenn du gerade gesagt hast, deine Pflanzenschutztechnik steht auch noch beim Neumann. Ja. Soll ich die gleich irgendwie abholen? Ja, erst muss man hier fertig werden und ernten. Und, wenn ich richtig sehe, dann ist das hinten gerade da. Ja, der braucht ja so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis der voll ist. Dann kann ich dich wahrscheinlich vorher nochmal befüllen. Und dann guck mal, wer ist ja schon der Kleine. Ja, sehen wir dann. Der soll erstmal voll werden. Weißt du, so lange brauche ich ja auch nicht mehr. Ich muss auch mal kurz telefonieren. Diesel. Jo, Folge hier, servus. Servus. Ich habe gesehen, deinen Case willst du verkaufen. Ja, da hat der Oberhauser auch schon für angerufen. Ja, was willst du denn dafür haben? 25 Riesen. 25, so viel? Ich habe für das Ding auf der Auktion 31 bezahlt. Ja, ist ja auch schon alt, ne? Darum. Wirklich viel ist das Ding auch noch nicht gelaufen, Volker. 5,8 Stunden. Einzige, was der Trecker dann bräuchte, wäre vielleicht ein kleinen Service. Und du hast ja gesehen, wie gut der im Schuss ist. Auf dem Duder, das stimmt schon. Hast du die 25 auch für den Dings veranschlagt? Ja. Für den Oberhauser? Ja. Okay, weil der hat, der will sie jetzt selbstständig machen. Ja, habe ich schon gehört. Ich dachte, vielleicht können wir dem so ein bisschen ein Geschenk dafür machen. Können wir auch gerne machen. Also den Trecker meine ich. Ja klar, kann man machen. Aber da ist halt 25 dann ein großes Geschenk. Ja, aber wenn ich das jetzt mal so sehe, wenn ich den jetzt exportieren würde, was ich ja nicht darf, würde der halt 36.000 bringen. Okay. Okay. Hat er dir schon irgendwas zugesagt oder hat er gemeint, es zu teuer? Der hat gesagt, er meldet sich dann nochmal. Okay. Gut, dann ich melde mich auch nochmal. Alles klar. Bevor du ihn verkaufst, also sage nichts, dass ich auch Interesse habe in dem Sinne. Ja. Sagst du mir nochmal Bescheid. Alles klar. Gut, danke dir. Gerne. Ciao. Ciao. Kling. Hallo, ich bin Roman. Alter, die können einfach nicht hex. 5000. Mann, Jungs! Ihr müsst doch ein bisschen in den Spiegel gucken. Eieiei. Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dann. Tschüss.